Düsseldorf. Macht auch die Unterwelt erlebnisreich. Jetzt gehen wir mal in die U-Bahn. 10 Jahre Bauzeit, 15 Jahre Planung, 750 Millionen Euro. Und alle sind glücklich. 800? Locker, da gehen wir drüber weg. Wir sehen das hier nicht so eng in der Stadt. So, jetzt müssen wir aber auch einsteigen. Die Bahn ist brechend voll, obwohl Sonntagnachmittag. Richtig was los hier. Beinahe wären die Menschen über uns drüber gefallen. Hier könnte man ja der Meinung sein, der Elektriker hätte vergessen, die Drähte unter Putz zu legen. Ist aber nicht. Das ist Kunst. Die ganze U-Bahn ist Kunst. Sie verstehen, hier fliegen die Gesteinsbrocken. Ich weiß nicht, ob das politisch gemeint ist, aber 6 Stationen, 6-mal Kunst, die Leute sind begeistert. Sie sind auch begeistert, ja. Oder? Gut. Lauter Kinder unterwegs. Da drüben, wir winken jetzt mal. Jetzt sind wir unter der Erde Heinrich-Heine-Allee. Der ganze Spaß, 850 Millionen Euro. Wir haben es ja, aber schön geworden. Und auch alle die gemotzt haben, sind total begeistert. So, und jetzt gucken wir mal, wo die Bahnen überall fahren. Nur gut gelaunte Menschen. Die Rheinbahn ruft auch auf, Spaß zu haben. Das haben wir jetzt. Hier träumt schon einer von der U-Bahn. Moment mal. Haben Sie Spaß? Ah! Hier, meine Damen und Herren. Der Sonntagnachmittag im Untergrund. Und auch für die Kleinen ist was dabei. Also gilt nicht für die U-Bahn. Stark reduziert war die nicht. Steigender Stahlpreis. Aber wir haben es geschafft. Ist sehr solide alles. Stahl ist gut. Aber das kann man nur sagen, stimmt nicht. So unglaublich grün alles. Das wundert mich, wo Bündnis 90 die Grünen die U-Bahn die ganze Zeit bekämpft haben. Da hat jemand die passende Jacke an. Das ist Düsseldorf, immer schick. Und jetzt gehen wir mal da. Viel Glas. Die Frage der Hausfrau, wer putzt? Das Liniennetz der Rheinbahn als Brillenputztuch. Also um das zu lesen, braucht man auch eine Brille. Jetzt verstehe ich auch, warum die U-Bahn so teuer geworden ist. Stürmisches Wetter draußen. Wir gehen wieder nach unten. Hier ist angenehmer und irgendwie gemütlich. Rauchen ist hier verboten. Hier kommt immer die Ansage, dass hier nicht geraucht wird. Frau Steffens wirkt auch in den Untergrund. Gut, dass es die Freien Demokraten gibt. Wir haben es beschlossen, wir haben es gemacht. Es lebe die Freien Demokraten über der Erde und unter der Erde. Genau, das war ja. Tschüss.